150 Jahre nach ihrer Entdeckung geben die Ruinen von Angkor immer noch Rätsel auf. Wie ist diese Stadt einst entstanden? Und wie konnte sie zu einer so beträchtlichen Größe heranwachsen? Stellen Sie sich vor, sämtliche Domkirchen Deutschlands stünden im Nationalpark Bayerischer Wald. Das wäre dann etwa mit Angkor vergleichbar, wo die mächtigen, von den jeweiligen Herrschern errichteten Sakralbauten heute vom Wald überwuchert sind. Aber welchen Zweck sollten diese Tempel in Angkor erfüllen? Heute können archäologische Grabungen zum ersten Mal eine Antwort auf diese Frage geben. Neueste Technologien machen es möglich, das Innere eines Königstempels zu neuem Leben zu erwecken. Zum besseren Verständnis der Tempel von Angkor haben die Wissenschaftler einen Zeitsprung unternommen und in den Arbeiten der ersten Forscher nach vergessenen Hinweisen gesucht. In den Gewölben einer Abtei im Norden Frankreichs sind sie auf einen verborgenen Schatz gestoßen. Ein Zeugnis von enormem archäologischem Wert. Auch sind sie auf der Suche nach dem Zentrum dieser immensen Stadt Angkor, die einst zu den bedeutendsten Siedlungen ihrer Zeit zählte. Einer der Archäologen zeigt uns die Stelle, an der alles begonnen hat. Bei ihren Untersuchungen in den Ruinen der Tempel können die Wissenschaftler einige Geheimnisse der verlorenen Stadt aufklären. Das historische Angkor wurde vor annähernd 600 Jahren verlassen. Danach hat der tropische Regenwald nach und nach die Stadt, die einst zu den größten der Welt gehörte, überwuchert und damit jeden Gesamtüberblick unmöglich gemacht. Aber ohne Gesamtüberblick lassen sich die historische Entwicklung der Stadt und die Gründe für ihre schrittweise, stetige Ausdehnung auf eine solche immense Fläche nur schwer nachvollziehen. Deshalb geben die Überreste der einst bedeutenden Kultur, die hier vom 8. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts ihre Blütezeit erlebte, immer noch Rätsel auf. Dank einer neuen, revolutionären Technik können Wissenschaftler heute jedoch das sehen, was bislang unter dem Regenwald verborgen lag. An Bord dieses Hubschraubers befindet sich ein leistungsstarker Laser, ein sogenanntes LIDAR-System. Das wird die verschwundene Stadt mit höchster Präzision abtasten. Der vom LIDAR-System ausgesandte Laserstrahl durchdringt die Vegetation und gelangt bis zum Erdboden. Die reflektierten Signale werden aufgezeichnet und zeigen die Spuren heute nicht mehr existierender Bauwerke. So werden die Überreste der Stadt sichtbar, die sich einst um die Tempel erstreckte. Auf einer Fläche von 200 Quadratkilometern, die dem Kernbereich der Stadt entsprach, erschließt sich die Topographie Angkors auf wenige Zentimeter genau. Mit dem LIDAR werden die Fundamente einer großen Zahl aus Holz gebauter Paläste und Wohngebäude sichtbar, die heute alle verschwunden sind. Einzig die aus Stein errichteten Tempel haben die Jahrhunderte überdauert. Herzstück der Stadt waren drei ausgedehnte Wasserreservoire, sogenannte Barei. Das größte bildete ein Rechteck von 8 Kilometern Länge und 2 Kilometern Breite.
Das Ergebnis dieser elektronischen Vermessung offenbart eine gleichermaßen weitläufige wie dichte Agglomeration. Sie besteht aus mehreren kleinen Städten, die im Umkreis der großen Königstempel errichtet worden waren. Im Archäologischen Forschungszentrum, einem Ableger der Universität von Sydney, erläutert der Archäologe und Projektleiter Damien Evans die Ergebnisse dem Konservator des Pariser Musée Guimet, Pierre Baptiste. Die Firma hat die Festplatte geliefert, wir haben auf Start geklickt und bang, erschien alles auf dem Monitor. Uns blieb die Luft weg. Was wir zu sehen bekamen, war weit mehr, als wir erwartet hatten. Wir hatten keine Ahnung, was sich unter diesem Blätterdach verbarg. Im Umfeld des Tempels Angkor Wat ist deutlich eine Stadt zu erkennen. Damit ist bewiesen, dass die Siedlung über die Grenzen des Tempelbezirks hinausreichte. An der Ostseite gibt es eine ausgedehnte Erweiterung. An der Westseite, hier scheint sie streng reguliert zu sein. Selbst an so viel besuchten Orten wie dem Angkor Wat, der ja seit 150 Jahren intensiv erforscht wird und heute Millionen Besucher anzieht, haben wir weitere Tempel entdeckt, nur wenige hundert Meter vom Haupttempel entfernt. Diese neuen Erkenntnisse sind überwältigend, denn wir waren der Meinung, diesen Bereich vollständig erfasst zu haben. Jetzt stellt sich heraus, dass wir vorher vieles nicht gesehen hatten. Die folgenden Bilder zeigen die Etappen der 500-jährigen Geschichte von Angkor. Während dieser Zeit entstanden ständig neue Siedlungen und Tempel. 9. Jahrhundert, Gründung Angkors, erster Königstempel und erstes großes Wasserreservoir. 10. Jahrhundert, drei neue Herrscher und drei neue Heiligtümer. 11. Jahrhundert, Bau des großen Wasserreservoirs westliches Barei und zweier weiterer Königstempel. Beginn des 12. Jahrhunderts. Zwei Könige, zwei Heiligtümer. Eines davon ist Angkor Wat, der bedeutendste aller Tempel. Ende des 12. Jahrhunderts entstehen nochmals fünf weitere Tempel. Dann wächst Angkor nicht mehr weiter. Jede neue Regentschaft bedeutet auch einen Neubeginn. Auf diese Weise vergrößerten die Könige der Khmer ihre Hauptstadt. Warum musste sich jeder Herrscher einen eigenen Tempel bauen? Angesichts der Menge an Steinen und Ziegeln, die für den Bau dieser riesigen Pyramiden gebraucht wurde, ist es doch erstaunlich, dass jeder Regent ein neues Heiligtum bauen ließ. Wozu ein neuer Tempel für jede Regentschaft? Und wozu dienten eigentlich die vielen Heiligtümer? Auf diese Fragen sucht ein Archäologe, etwa 100 Kilometer von der Stadt Angkor entfernt, Antworten in der historischen Stadt Koh Kher. Er hat Koh Kher gewählt, weil diese Stadt und ihr Tempel einen Sonderfall in der Geschichte des Khmer-Reichs darstellen. Drei Jahre nach dem Tod des Königs, der Koh Kher zur neuen Hauptstadt gemacht hatte, wurde der Ort wieder verlassen. Seitdem steht dort die Zeit still. Der französische Archäologe Éric Bourdonnon erforscht diese Ruinen seit 4 Jahren. Mittlerweile ist es ihm gelungen, das Heiligtum und den Pyramidentempel zu rekonstruieren. Das größte Gebäude in der gesamten Geschichte Angkors. Der Weg dorthin führt durch mehrere Tempeltürme, sogenannte Prasat. Was befand sich in ihrem Inneren? Und welche Funktion hatten sie? Diese beiden Fragen muss der Wissenschaftler als Erste beantworten. Die Pyramide ist 30 Meter hoch. Auf ihrer Spitze befindet sich das Symbol der Tempelgottheit von Koh Kher. An dieser Stelle hatte der König das Linga des Shiva errichten lassen.
Das Linga ist ein Phallus-Symbol in Gestalt eines riesigen Zylinders. Es stellt den Gott Shiva in seiner reinsten und vollkommensten Form dar. Ein Steinblock von 4 Metern Höhe, der an der Spitze einen Durchmesser von 1 oder sogar knapp 2 Metern hatte. Das ist etwas völlig Neues und findet sich sonst nirgends im historischen Kambodscha. Die Pyramide und das Symbol des Shiva, das sie krönt, zeigen, dass der Gott im Heiligtum Domizil genommen hat. Ursprünglich sollte über dem Linga eine eigene Kapelle erbaut werden. Aber diese Arbeiten wurden nie durchgeführt. Keine 20 Jahre nach der Gründung ergriff der Wald wieder Besitz von Kokher. Während der 1990er Jahre wurde der bis dahin unberührte Tempel systematisch geplündert. Sämtliche Statuen, die sich dort befanden, sind verschwunden. Aber um das Heiligtum verstehen zu können, muss jede einzelne identifiziert werden. Diese Aufgabe hat Eric Bourdonneau übernommen. Seine erste Station ist dieser Tempel hier, in dem sich einmal 5 Statuen befanden. Eine war ungewöhnlich hoch. Von dieser 3 oder fast 4 Meter hohen Statue haben wir mehrere tausend Bruchstücke gefunden, die überall um den Sockel verstreut waren. Hier haben wir Stücke der Arme des Shiva. Und hier, weiter links, den Torso. Überall um den Sockel waren Beine, Füße, Köpfe sowie Teile von Händen verstreut. Die sind jetzt im Museum von Phnom Penh. Wir haben also ein riesiges Puzzle vor uns, das zusammengesetzt werden muss. Bei diesem schwierigen Unterfangen wird Eric Bourdonneau von Chea Sochiat unterstützt, dem Statuenrestaurator des Museums von Phnom Penh. Derzeit bergen wir die größten Bruchstücke. Dabei ist einiges Geschick erforderlich, vor allem bei den Armen des tanzenden Shiva und den Sockeln der Gottheiten, die ihn umgaben. Das Bergungsteam beginnt mit dem Sockel einer der 4 Statuen. Eine davon steht heute im Musée Guimet in Paris. Dies ist eine der beiden Statuen aus Kokher. Die andere soll sich bald als äußerst bedeutsam für Eric Bourdonneaus Forschungen über die Tempel der Khmer erweisen. Die beiden Meisterwerke wurden 1886 von Louis de la Porte, einem der europäischen Entdecker von Angkor, nach Frankreich gebracht. Er fertigte auch zahlreiche Zeichnungen von Khmer-Tempeln an, die den Archäologen bis heute wertvolle Erkenntnisse liefern. Diese Göttinnenstatue stellt die Gemahlin des Shiva dar. Sie hatte die Aufgabe, Shivas Tanz zu begleiten. Die einzelnen Fragmente werden mittels eines Flaschenzugs bewegt. Diese Technik war schon im historischen Kambodscha bekannt. Hier wird gerade der Torso der großen Shiva-Statue geborgen. Heute ist er nicht mehr als solcher zu erkennen. Hier sieht man deutlich die Meißelspuren der Plünderer. Die ganze Seite hier wurde buchstäblich massakriert, wenn man das so sagen kann. Die Absicht dabei war, sich der Köpfe auf dem Torso zu bemächtigen. In Anbetracht dieser Tausende von Bruchstücken haben die Plünderer wohl eher mit dem Meißel gearbeitet als mit Dynamit. Die Dorfbewohner erzählen zwar oft von Dynamit, wenn sie eine zerbrochene Statue sehen, aber hier sind eindeutig Meißelspuren.
Das erklärt auch die Unmengen von kleinen Splittern, die wir gefunden haben. Hier haben wir die rechten Arme des Schieber geborgen. Die Schulter ist leicht zu erkennen. Sie allein misst 60 cm und vermittelt einen Eindruck von den kolossalen Ausmaßen der Statue. Wir haben 5 Arme, Unterarme. 1, 2, 3, 4, 5. Jede Hand hielt ein bestimmtes Attribut. Zum Beispiel eine Schädeldecke, einen Dreizack, das typische Attribut des Shiva, oder eine Keule. Diese Attribute verweisen auf die kriegerische Dimension des Tanzes. Zunächst wurde die Statue aufgerichtet und dann erst das Gebäude um sie herum gebaut. Es wäre für die Khmer dieser Zeit sehr schwer oder sogar unmöglich gewesen, die Statue in das fertige Gebäude zu schaffen und dort auf den Sockel zu stellen. Also wurde zuerst die Statue mit ihrem Sockel und den sie umgebenden Gottheiten aufgestellt und dann der Ziegelturm errichtet. Sieht doch gut aus. Seht ihr auch den tanzenden Shiva vor euch? Wir bringen alle Blöcke ins Museum von Siem Reap, scannen sie ein und erstellen auf Basis dieser Scans eine virtuelle Konstruktion dieser Skulpturengruppe. Unser Ziel ist es, die Geschichte des Tempels und die mit ihm verbundenen Praktiken zu rekonstruieren. Wir möchten verstehen, warum der König, der im 10. Jahrhundert Koker zu seiner Hauptstadt machte, diesen Tempel erbaut und die Statuen aufgestellt hat. In Kürze sollen diese Fragmente nach Angkor gebracht werden. Aber zuvor ist noch etwas zu erledigen. Das Einverständnis der Dorfbewohner muss eingeholt werden. Aus diesem Grund versammeln sie sich am folgenden Tag vor der Kapelle, um eine Zeremonie abzuhalten. Die Zeremonie wird zu Ehren des Nyakta Krahom veranstaltet, dem Geist, der den Tempel oder vielmehr den Sockel der Shiva-Statue bewohnt. Die Steinblöcke wurden ja aus dem Heiligtum entfernt und deshalb muss der Geist mit einer Opferzeremonie besänftigt werden. Der Tempelgeist, ein sogenannter Nyakta, benutzt für sein Erscheinen eine ältere Dame als Medium, die so etwas wie seine ständige Vertreterin ist. Sie wird in Trance fallen und ihn von sich Besitz ergreifen lassen. Sobald der Nyakta, ein Erdgeist, von ihr Besitz ergriffen hat, kann man über das Medium mit ihm kommunizieren. Chea Socheat beginnt mit den Verhandlungen. Ich möchte um die Erlaubnis bitten, in Ruhe arbeiten und die Statuen unter bestmöglichen Bedingungen abtransportieren zu dürfen. Wir selbst können ja nicht in Kontakt mit dem höheren Wesen treten, deshalb bitten Sie es doch um seinen Schutz. Wenn diesmal etwas unerlaubt weggenommen wird, seht euch vor, ich habe euch gewarnt. Der Nyakta hat von der Dame Besitz ergriffen. Sie ist nicht mehr sie selbst. Aus ihr spricht jetzt wirklich der Nyakta Krahom. Chea Socheat erklärt nun dem Nyakta, warum die Blöcke entfernt wurden. Dass sie durch die vielen Plünderungen gelitten haben und weggebracht werden sollen, um die Schäden auszubessern. Aber der Geist ist besorgt, ob die Blöcke auch zurückkommen werden.
Wir Kambodschaner können das nicht. Aber die Europäer stellen viel Geld zur Verfügung. Sie wollen die Statue so gut wie möglich wiederherstellen, um den Geist zufriedenzustellen. Sie wollen auch die kleinsten Bruchstücke aufsammeln und mit in die Maschine geben. Wenn man alle Bruchstücke hineintut, fügt die Maschine alles wieder zu einem Stück zusammen. Die Diskussion endet eine Stunde später mit dem Entschluss des Neak Tha, alle Anwesenden zu segnen. Die alte Dame macht sich auf den Weg zur Kapelle, wo sie auch das Podest der Shiva-Statue, in der der Geist wohnen soll, segnen wird. O Geist, werde nicht zornig, wenn wir die Statue entfernen. Sorge dich nicht. Ende der Zeremonie erteilt der Neak Tha seine Erlaubnis. Allerdings dürfen die Bruchstücke nur unter der Bedingung entfernt werden, dass sie so bald wie möglich zurückgebracht werden. Allerhöchstens nach ein paar Jahren, so der Befehl des Erdgeistes von Koker. Der archäologische Schatz wird umgehend ins Museum Norodom Sihanouk in der Nähe der Tempel von Angkor gebracht. Sämtliche Fundstücke aus der Kapelle des Shiva werden hier zusammengeführt. Die wichtigsten Fragmente werden vor Ort von Wissenschaftlern der Universitäten Phnom Penh und Heidelberg digitalisiert. Wir haben fast 10.000 Bruchstücke gesammelt, von denen etwa 1.000 eine erkennbare Form aufweisen. Von diesen 1.000 werden etwa 100 ausgewählt, die besonders aussagekräftig sind. Und anhand dieser 100 rekonstruieren wir Shiva. Diese virtuelle Rekonstruktion wird ein wertvolles Hilfsmittel für die tatsächliche Restaurierung sein, die hoffentlich zustande kommen wird. In fünfwöchiger Kleinarbeit werden die Fragmente der Statue digitalisiert. Dann geht es nach Heidelberg. Hier wird Shiva wieder seine ursprüngliche Gestalt annehmen. Die Heidelberger Universität verfügt über einen Fachbereich, der sich mit der Anwendung der Mathematikwissenschaften in der Archäologie befasst. Benutzen wir das Head-Tracking-System, das mit zwei Kameras eben die Position eines einzelnen Betrachters genau ermitteln kann und damit den Eindruck erweckt, als würde man wirklich um ein dreidimensionales Objekt herumgehen. Die Bergung der Bruchstücke in Koker war ja äußerst schwierig. Hier können wir uns über die Schwerkraft hinwegsetzen, die Teile nach Belieben bewegen und beginnen, das Puzzle zusammenzufügen. Um wirklich sicher zu sein, dass zwei Bruchstücke auch exakt aneinander passen, gehen wir dann wieder zum hochauflösenden Gitter über und versuchen wirklich, die Teile so zu alinieren, dass tatsächlich ein Einrasten auch von der Datenseite her feststellbar ist. Shiva hatte 10 Hände. Er hat 5 Köpfe und pro Kopf 2 Hände. Wir haben aber nur 6 Hände gefunden und versuchen zunächst, diese an die richtige Stelle zu setzen. Ist das geschafft, können wir überlegen, wo die restlichen Hände waren und welche Attribute sie getragen haben.
Das dürften Spuren eines Objekts sein, das nach unten verläuft. An jedem Bein sind, direkt hinter dem Knie, diese vertikalen Spuren. Die zeigen, dass dort etwas weggebrochen ist. Wahrscheinlich eine Keule oder ein Schwert, das von einer der oberen Hände Shivas am Knie entlang bis zum Sockel reichte und die zusätzliche Funktion hatte, die Statue abzustützen und zu stabilisieren. Hier wird deutlich, wie groß die Statue tatsächlich war und wie eindrucksvoll sie für den Besucher gewesen sein muss, wenn er das Innere des Tempels betrat. Zudem hebt sie sich sehr von den beiden lebensgroßen Statuen der weiblichen Gottheiten ab, denn sie misst mehr als das Doppelte wie diese. Diese gewaltige Dimension und die Tanzhaltung sind in der Archäologie des alten Kambodscha einzigartig. Schließlich ist die Rekonstruktion der außergewöhnlichsten Statue der Geschichte von Angkor abgeschlossen. 5,60 Meter hoch, 10 Arme, 5 Gesichter. Sie war zweifellos rot bemalt, was die beeindruckende Wirkung sicher noch verstärkte. Um Shiva herum befinden sich in der Kapelle seine hingebungsvolle Gemahlin Uma, zwei Trommelspieler und Kali, die weitere Gemahlin des Gottes, die ein menschliches Bein und einen Schädel in den Händen hält. Die Eingangskapelle des Tempels bildete gewissermaßen das Vorzimmer zum Jenseits. Aber wie ging es hinter diesem furchteinflößenden Eingangstor weiter? Der Archäologe untersucht nun die nächste Kapelle, die auf dem Weg zum zentralen Heiligtum passiert werden muss. Sein Team und er haben die Sockel der 8 Statuen freigelegt, die hier einmal standen. Nun geht es darum, diese zu identifizieren und die Szene, die sich hier einmal bot, zu rekonstruieren. Alle Statuen fielen Plünderern zum Opfer. Zum leichteren Abtransport wurden sie zerschlagen und die Sockel umgeworfen. Es existieren nur noch ein paar Überreste der Statuen. 4 der 8 Statuen sind den Archäologen bekannt. Im Museum von Phnom Penh befindet sich der Körper eines Buckligen, der aus dieser Kapelle stammt. Zudem 2 Köpfe. Aber es gibt keinen Hinweis, der ihre Identifizierung erlauben würde. Diese zweite Kapelle ist ein Rätsel. Und ohne den französischen Forschungsreisenden Louis de Laporte wäre sie es auch geblieben. Er hatte die Statuen in Corcaire vor ihrem Verschwinden verewigt. De Laportes Zeichnungen sind höchst interessant. Auf den ersten Blick scheinen sie etwas ungelenk. Aber sie zeigen uns den Ort so, wie er ihn bei seiner Ankunft im Jahr 1885 vorfand. Die Statuen stehen noch aufrecht und ragen aus der Bodenschicht empor. Alles ist an seinem Platz, nichts wurde umgeworfen, nur ein paar Köpfe fehlen. Eine der Statuen wirft jedoch Fragen auf. Eine Figur ohne Kopf, die auf einem Tier sitzt. Bislang galt in der Archäologie die Auffassung, es handle sich um das Reittier Shivas, einen Stier. Eric Bourdonneau widerlegt diese Meinung. Bei seinen Grabungen in der Kapelle ist er auf ein Fragment gestoßen, das sich direkt an den Kopf des Tieres anfügen lässt. Gut erkennen lässt sich der Verlauf der Hörner. Sie ragen seitlich waagerecht ab. Es handelt sich also nicht um Hörner eines Stiers, sondern eines Büffels. Wir haben ein zweites Fragment dieser Hörner gefunden, das etwa hier einzufügen ist und eine Vorstellung ihrer Spannweite vermittelt. Aber wenn es sich um einen Büffel handelt, ist die Gottheit darauf nicht Shiva, sondern Yama, der Richter über die Toten und Herrscher der Unterwelt.
Damit muss die Skulpturengruppe neu interpretiert werden. Hier ist ein Totengericht dargestellt. Warum hatte der furchterregende Yama seinen Platz im Zentrum des Tempels von Kokir? Über wen sollte er richten? Eric Bourdonneau und Pierre Baptiste, der Chefkonservator des Musée Guimet, denken sofort an eine Statue, die Louis de la Porte 1885 mit nach Paris gebracht hat und die aus eben dieser Kapelle stammt. Sie wird männliche Gottheit tituliert. Aber die beiden Wissenschaftler haben ihre Zweifel. Stellt die Statue nicht doch eher ein menschliches Wesen dar? Die Haartracht der Statue kann hier Auskunft geben. Die Khmer haben die Haartracht ihrer Gottheiten nämlich anders dargestellt als die von Menschen. Die Statue ist für diese Epoche typisch gekleidet, sitzt auf einem Sockel und trägt ein reich verziertes Diadem, wie eine Gottheit. Aber betrachtet man die Frisur genauer, kommen doch Zweifel auf. Hier zeigt sich eine Widersprüchlichkeit, die bislang nicht aufgefallen war. Zum Vergleich zieht Pierre Baptiste die Köpfe dreier Gottheiten heran, die Louis de la Porte ebenfalls nach Paris gebracht hatte. Deren Haartracht folgt einem sehr spezifischen Muster. Der Haarknoten wird durch einen Zylinder dargestellt. An diesem sind die einzelnen Haarsträhnen befestigt und fallen dann kaskadenartig nach unten. Die streng kodifizierte Kunst der Khmer verlangt, dass Gottheiten stets auf die gleiche Art darzustellen sind. Aber bei der Darstellung von Menschen gelten andere Regeln. Eric Bourdonneau und Pierre Baptiste begutachten die Skulptur des Kopfes von Jayavarman VII., der im 12. Jahrhundert König des Khmerreiches Kambodscha war. Seine Haartracht ist viel naturalistischer. Die zum Knoten hochgebundenen Haarsträhnen sind deutlich erkennbar. Sie gleicht derjenigen, die sie bei der sogenannten männlichen Gottheit gesehen hatten. Auch diese Statue könnte also die Darstellung eines Menschen sein. Aber um wen kann es sich dabei handeln? Eric Bourdonneau denkt an eine Stele aus dem Tempelbezirk Wat Phu in Laos, die eine ähnliche Szene wie die im Tempel von Kokir darstellen könnte. Wir sehen hier eine Königsgestalt mit Diadem. In den vorgestreckten Händen hält sie ein Manuskript, in dem zweifellos ihre Heldentaten als Herrscher verzeichnet sind. Sie präsentiert es dem toten Richter Yama. Der trägt eine Keule und sitzt auf einem deutlich erkennbaren Büffel. Hinter dem König kauert eine kleine Gestalt, deren Hände auf dem Rücken gefesselt sind. Diese ist als Opfer vorgesehen und für den Vollzug des Opfers ist Yamas Gehilfe zuständig. Hier ist er. In der rechten Hand umklammert er ein flaches Schwert, mit dem er den Gefangenen enthaupten wird. Eric Bourdonneau ist mit seiner Untersuchung einen großen Schritt weitergekommen. Die Statue stellt keine Gottheit dar, sondern mit Sicherheit den Erbauer des Tempels von Kokir, König Yasovarman IV. Bleiben noch die restlichen 6 Statuen aus der Kapelle. Eric Bourdonneau zieht Fotografien zu Rate, die 1930 vor Ort entstanden sind. Da er inzwischen das Motiv der Szene kennt, den Urteilsspruch über den König, lassen sich die Statuen leichter identifizieren. Der Bucklige ist vermutlich Yamas Hauptgehilfe. Hier hat er die Hände zusammengelegt, aber auf späteren Darstellungen hält er eine Waage. Die dient sicher dazu, die Fehler gegen die Vorzüge des Toten aufzuwiegen, der sich Yamas Urteil unterwirft. Chitragupta ist der Schreiber, der unsere guten und schlechten Taten verzeichnet hat. Dharma müsste eigentlich einen Stock halten. Er ist für den Vollzug der Strafen zuständig.
Sonne und Mond sind an einer Art Aureole erkennbar. Die Inschriften besagen, dass Yamas Gericht Bestand haben wird, solange es Mond und Sonne gibt. Das letzte Dokument, über das Eric Bourdonneau verfügt, ist ein Plan der Anlage, den ihr Entdecker 1886 erstellt hat. Louis de la Porte hat die 8 Sockel exakt verzeichnet. Hier im Süden die Yama-Statue. Der Sockel mit dem Büffel ist deutlich erkennbar. In Coquer geht es jetzt nur noch darum, die Statuen dem jeweils richtigen Sockel zuzuordnen. Wiederum erweist sich der Forscher Louis de la Porte als große Hilfe. Die einfache Skizze ermöglicht es, die verschwundene Szenerie zu rekonstruieren. Links von Yama sein Hauptgehilfe, der Bucklige. Chitragupta, Yamas Schreiber. Links die Sonne, hier der Mond. Hier die Statue des Königs aus dem Musée Guimet, dem Totenrichter Yama zugewandt. Der König unterwirft sich dem Urteil Yamas. Aber es geht nicht um einen Prozess, sondern vor allem darum, den Tod des Königs darzustellen. Der wird am Sitz Shivas seine Wiedergeburt erfahren und daraus als Gott hervorgehen. Bislang war die Archäologie der Meinung, es handle sich um eine Shiva-geweihte Kapelle. Eric Bourdonneau konnte dagegen zeigen, dass sich dort zwei bedeutende Figuren gegenüberstehen. Der König, der die Bilanz seiner Herrschaft präsentiert, und Yama, der Gott der Unterwelt. Zweifellos hat der König die Prüfung mit Erfolg gemeistert und damit symbolisch die Schwelle zum Jenseits überschritten, aus dem er in neuer Gestalt zurückgekehrt ist. Dieses Totengericht ändert vieles an unseren bisherigen Vorstellungen vom Khmer-Tempel. Wir dachten, es sei einfach ein Sitz der Gottheit. Heute erkennen wir, der Gläubige muss auf seinem Weg in das Heiligtum zunächst Yamas Gericht passieren. Er erfährt so einen möglicherweise rituellen Tod, um umso besser wiedergeboren zu werden. Eine völlig neue Einschätzung des Khmer-Tempels. Aber damit nicht genug. Bei genauerer Untersuchung des Bodens der Kapelle entdeckt Eric Bourdonneau Aussparungen. Welche Funktionen könnten diese gehabt haben? Vom Sockel der Yama-Statue gehen drei Rinnen aus. Diese vier Pfostenlöcher sind um das Zentrum des Raumes herum angeordnet. Pfostenlöcher und Rinnen im Steinboden. Eric vermutet im Zentrum der Kapelle einen Ort für Zeremonien mit einem Baldachin. Er bringt die Szene mit der Stele im Wat Pu in Verbindung, auf der der Gottheit Yama ein Mensch geopfert wird. Seine Hypothese? Eine solche Szene könnte sich auch unter diesem Baldachin abgespielt haben. Es ist denkbar, dass diese sehr spezielle Anordnung mit einer rituellen Inszenierung in Verbindung steht, bei der der König ein Menschenopfer darbrachte. Anstelle des Königs wurde ein anderer enthauptet, genau wie es die Stele im Wat Pu zeigt. Dieser starb für den König. Diese Kapelle war das fehlende Glied zum Verständnis der Gesamtanlage. Eric Bourdonneau kann nun den Weg rekonstruieren, der vom Eingangstor des Tempels bis ins Innerste des Heiligtums führt. Zunächst findet die Begegnung mit Shiva dem Schrecklichen statt, dem allwissenden Gott der Schöpfung, der zerstört und neues Leben schafft. Dann geht es durch den Graben zu Yama, dem Gott der Unterwelt. Erst wenn die Schwelle dieses Raumes überschritten und damit der Herrschaftsbereich des Todes betreten wird, steht der Weg ins innerste Heiligtum offen. Ein kleiner Raum mit einem sehr kleinen Linga, der reinsten und mächtigsten symbolischen Gestalt des Gottes Shiva.
der zudem seinen Sitz auf der Spitze seiner Pyramide hat. Dieses imposante Bauwerk stellt jedoch noch nicht das Ende des Weges dar. Hinter dem Pyramidentempel von Koker ragt noch ein Hügel von etwa 15 Meter Höhe auf. Ungewöhnlich in der ansonsten völlig flachen Ebene der Region um Angkor. Der Archäologe ist deshalb neugierig geworden. Bei Bodenuntersuchungen und Grabungen an diesem Hügel sind wir auf eine 15 Meter dicke Schicht aus Holzkohle und Asche gestoßen. Dies könnte auf einen gigantischen Scheiterhaufen hinweisen. Diese Entdeckung deckt sich weitgehend mit den Bestattungspraktiken, die anhand der Skulpturen ermittelt wurden. Die Dorfbewohner erzählen, der Hügel sei das Grab des weißen Elefanten. Ihm sind mehrere Altäre wie dieser hier gewidmet. Der Elefant gilt den Kambodschanern als Symbol für einen König. Und darüber hat sich die Erinnerung an diesen Scheiterhaufen im kollektiven Gedächtnis erhalten. Ein weiteres Indiz dafür, dass Koker ursprünglich ein Grabtempel war. Aber handelt es sich dann bei den anderen Heiligtümern von Angkor ebenfalls um Grabstätten? Diese Frage ist von einiger Tragweite. Denn wenn das zutrifft, wäre es eine Erklärung dafür, dass jeder König seinen eigenen Tempel bauen lassen wollte. Gilt dies auch für den berühmtesten aller Khmer-Tempel, den Angkor Wat? Zum Zeitpunkt seiner Errichtung im 12. Jahrhundert waren die Khmer Meister der Kunst des Flachreliefs. Auch Yama, der König der Unterwelt, wird nun auf diese Weise dargestellt und nicht mehr in Form einer Statue. Leider ist die Fortsetzung der Szene nicht mehr erhalten. Wie lässt sich die Zeit zurückdrehen? Gibt es eine Möglichkeit, die Reliefs von Angkor in dem Zustand zu sehen, der sich den Forschungsreisenden vor 150 Jahren bot? Eine Antwort auf diese Fragen finden wir im Norden Frankreichs. Die Kellergewölbe der Abtei von Saint-Riquier beherbergen einen wertvollen archäologischen Schatz. Hier lagern Hunderte von Abgüssen aus den Tempeln von Angkor, die im 19. Jahrhundert unter der Leitung von Louis de la Porte angefertigt wurden. Louis de la Porte hat Abgüsse einer Reihe dieser Stürze mit ihren wunderschönen Dekors fertigen lassen. Inzwischen haben Regen und Sonne diesem Jahr sehr zugesetzt und der Sandstein ist stark verwittert. Aber hier sehen wir noch den Zustand wie vor über 100 Jahren. In Angkor sind diese Ornamente und die Figuren auf den großen Friesen heute nicht mehr vollständig erhalten. Diese Abgüsse zeugen über die Zeit hinweg von einem Zustand, der heute nicht mehr vorhanden ist, und liefern Informationen, die seit Ende des 19. Jahrhunderts verschwunden sind. Dieses sehr sorgfältig gearbeitete Flachrelief aus dem Angkor Wat zeigt den König, der den Tempel erbauen ließ, bei einem Triumphzug mit seiner ganzen Armee. Der Abguss zeigt, wie detailliert das Relief gestaltet ist, bis hin zur Fuge. Etwa die Zöpfe hier oder auch die kleinen Schmucksteine an den Ohrgehängen. Sie sind sehr originell, aber in der Galerie im Angkor Wat sind sie kaum noch zu erkennen. Die Abgüsse, Zeugnisse der Entdeckung der Tempel von Angkor, sind für die moderne Forschung von großer Bedeutung. Diese stehen damit dreidimensionale Kopien heute beschädigter oder auch verschwundener Reliefs zur Verfügung. Spuren der Bauwerke der Khmer, bevor der Lauf der Zeit sie für immer verändert hat. Um sie jedoch genauer untersuchen zu können, müssen sie zunächst aus den Kellergewölben der Abtei geborgen werden. Ein aufwendiges Unterfangen, das sich über mehrere Wochen hinziehen wird.
Das Problem hier in Saint-Riquier besteht darin, dass wir 500 Kubikmeter Abgüsse haben, die seit den 1970er Jahren nicht mehr angerührt wurden. Beim Abtransport wird aus dem Stroh und dem völlig vermoderten Kraftpapier der Verpackungen eine Wolke von Schimmelpilzsporen aufgewirbelt. Da wir hier 6 Wochen arbeiten werden, sind aus Vorsichtsgründen die Schutzanzüge unerlässlich. Sie sind völlig dicht. Vor dem Transport reinigen und sichern die Restauratoren die Abgüsse. Dafür wurde im Garten der Abtei eigens ein Zelt aufgestellt. Jedes Fragment ist Teil eines Ensembles, das bestimmte Partien eines Tempels von Angkor darstellt. Louis de la Porte finanzierte mehrere Expeditionen nach Kambodscha. Er wollte der Öffentlichkeit diese Monumente in Originalgröße zugänglich machen. Man muss sich vor Augen halten, dass die Menschen, die diese Skulpturen im Urwald entdeckten und davon Abgüsse machten, unter schwersten Bedingungen arbeiteten. Noch vor Ort haben sie Tonabdrücke genommen und diese dann mit Gips ausgegossen. Das Ganze wurde in Kisten verpackt und auf Büffelkarren oder während der Regenzeit auf Flößen nach Saigon transportiert, dort verschifft und schließlich über die Seine auf Frachtkähnen nach Paris gebracht. Mich fasziniert dieses Abenteuer. Die Wiederentdeckung der Tempel von Angkor und das aberwitzige Vorhaben, diese Artefakte in Originalgröße in einem Pariser Museum auszustellen. Während der Weltausstellung von 1878 waren diese bis dahin völlig unbekannten Bilder, Ikonografien und Dekore geradezu eine Offenbarung. Allerdings eher für die Öffentlichkeit als für die Wissenschaft. Das breite Publikum war geradezu entzückt. Über die Bedeutung der Skulpturen witzelte es nur. Die Gelehrten jedoch reagierten eher zurückhaltend. Sie fühlten sich verloren angesichts einer Kultur, die sie nicht kannten und auch zeitlich nicht einordnen konnten. Als die Abgüsse angefertigt wurden, waren die Tempel vom Regenwald überwuchert. Die Vegetation hatte Steine und Reliefs bedeckt und sie vor Witterungseinflüssen geschützt. Aus diesem Grund konnten die Skulpturen annähernd den Zustand wahren, in dem sie bei der Aufgabe der Stadt zu Beginn des 15. Jahrhunderts zurückgelassen worden waren. Deshalb werden einige von ihnen nach der Restaurierung eingescannt. Diese digitalisierten Abgüsse werden sodann mit den Reliefs in den Tempeln von Angkor verglichen. Wie weit ist der Verfall dieser Skulpturen in den letzten 150 Jahren fortgeschritten? Und was verraten uns die Abgüsse über die Bestimmung der Khmer-Tempel? Zuerst möchte ich Ihnen dieses Relief hier zeigen. Es sagt viel über den Tempel aus, denn es ist sehr reich an Details. Pierre Baptiste und Dominique Neusser von der Universität Heidelberg beginnen mit ihren Untersuchungen am Westtor des Tempels. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, denn heute ist einer der zahlreichen buddhistischen Feiertage. Im Tempel sind deshalb nicht nur die üblichen Touristen, sondern auch viele Kambodschaner, die Buddha ehren möchten. Ursprünglich war es ja ein hinduistischer Tempel, ein Vishnu-Tempel. Im 16. Jahrhundert wurde daraus ein buddhistischer Großtempel und das bedeutendste Heiligtum Kambodschas. Wir wollen ein Modell der Anlage des Angkor Wat erstellen, genauer gesagt von den östlichen Toren hier.
Dafür brauchen wir genügend Fotomaterial. In dieses Modell fügen wir dann den Scan des Abgusses aus Paris ein. Der Vergleich zwischen Abguss und dem Original im Angkor Wat wird sicher frappierend ausfallen. Zumindest hoffe ich das. Zum Glück steht hier dieses Gerüst. Wir können hinaufsteigen und den tragenden Sturz frontal fotografieren. Außerdem vermittelt es eine Vorstellung von den Schwierigkeiten, mit denen die Entdecker des 19. Jahrhunderts zu kämpfen hatten. Sie mussten sich solche Konstruktionen selbst errichten, um das Material für die Gussformen, die von den Trägern abgenommen wurden, in eine Höhe von bis zu 4 Metern hinaufzuschaffen. Auf dieser Höhe arbeiten wir gerade. Die Reliefs unter dem Eingangsportal des Schreins sind nicht so sehr vom Verfall betroffen. Aber an der Außenwand bietet sich ein anderes Bild. Die Füße dieser Devata zeigen beträchtliche Erosionsschäden und der Körper weist brüchige Stellen auf. Das ist ein ganz charakteristischer Ton. Es klingt hohl. Man fühlt genau, dass sich die oberste Schicht des Sandsteins gehoben hat. Sie ist desquamiert, das heißt, sie blättert vom Stein ab. Dieser ganze Block könnte sich lösen, wenn man darauf drückt oder ihn etwas anhebt. Dann fällt er ab. Das ist wie bei den Häuten einer Zwiebel. Sandstein ist sehr porös und hat eine lockere Körnung. Er ist wie ein Schwamm, der schnell Wasser aufsaugt. Während der Regenzeit gibt es starken Niederschlag. Der Stein saugt das Wasser auf, dann scheint wieder die Sonne darauf und trocknet ihn. Die Oberfläche des Steins trocknet sehr schnell ab und mit der Zeit löst sie sich von den unteren Schichten, die länger feucht bleiben. So entstehen Spalten. Die Schäden sind deutlich zu erkennen. Manche Oberflächen platzen in einer Stärke von 10 bis 15 Zentimetern ab. Bei so fein gearbeiteten Skulpturen wie im Angkor Wat ist das dramatisch. Auf der Grundlage von Dominik Neussers Fotografien wurde ein digitalisierter Abguss der Göttin erstellt. Rechts der Abguss desselben Reliefs, wie ihn vor 150 Jahren Louis de la Porte anfertigte. Das gleiche Verfahren wird beim Sturz des Eingangsportals angewandt. Der Vergleich zeigt deutlich, wie sich der Stein seit der Entdeckung der Stätte im Jahr 1866 verändert hat. Auf der zentralen Allee, die zum Heiligtum führt, gelangen Pierre und Dominique zur zweiten Galerie, deren Innenwand von Reliefs bedeckt ist. Hier befinden sich die schönsten Skulpturen. Sie liefern auch die wichtigsten Informationen für die Wissenschaft. Leider sind an dieser Stelle die Schäden noch größer. Hinter dem scheinbar guten Zustand eines Reliefs können sich beträchtliche Schäden verbergen. Wenn sich diese dann plötzlich offenbaren, ist es bereits zu spät. Professor Hans Leisen von der Universität Köln geht seit 10 Jahren gegen die Sandsteinkrankheit an, die in dieser Galerie schwere Schäden verursacht. Heute festigt er einen Elefantenrüssel, unter dem sich ein Hohlraum gebildet hat. Ja, Steinkrankheit kann man sagen, ja. Aber es sind eben Prozesse, die sich über lange Zeit, Jahrhunderte von Jahren entwickelt haben. Und wir sind ja jetzt eher in einem Stadium, wo das Ganze schon sehr weit sozusagen gealtert ist. Es passiert nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein langer Prozess. Aber wenn mal die Verwitterung in der Form schon weit fortgeschritten ist, dann geht es natürlich irgendwann mal plötzlich. Also dieses Stück, plötzlich fällt es dann herunter. Die wichtigsten Schauplätze im Kampf gegen den Verfall sind die Tempeldächer.
Hier muss das Eindringen des Wassers gestoppt werden, das den Sandstein schädigt und dazu führt, dass sich Teile der Reliefdarstellungen vom Stein lösen. Hans Leisen hat hierfür eine originelle Technik entwickelt, die in Europa bereits an Kathedralen mit ähnlichen Problemen ausprobiert wurde. Dazu muss ich ein klein bisschen ausholen. Die Khmer hatten eine ganz spezielle Bautechnik. Sie haben Block auf Block gesetzt und eingeschliffen. Wie wir sagen, trocken versetzt, ohne Mörtel. Über die Jahrhunderte gibt es Bewegungen im Bauwerk und es öffnen sich Fugen. Und die werden jetzt verschlossen, entweder mit solchen Vierungen, also Steineinbauten, die dann mit Mörtel verschlossen werden, oder wie hier in diesem Beispiel mit Bleiwolle. Professor Leisen und sein Team kämpfen seit langem auch darum, den Sandstein in den oberen Regionen des Tempels zu erhalten, der direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Es ist Sand, den wir erstmal aus dem Sandstein von Angkor gewinnen, damit er die gleiche Zusammensetzung hat. Dieser Sand wird gesiebt nach speziellen Kriterien und dann mit einem Bindemittel versetzt, das wir auch für die Festigung nehmen können. Etwas anderen Mörtel jetzt, der ist sehr, sehr flüssig, weil sonst könnten wir die Zone, die sich hinter der Schale gebildet hat, gar nicht erreichen. Aber das ist auch der schwierigste Teil des Ganzen, der ganzen Sicherung. Alles, was man von vorne sieht, geht relativ leicht noch, obwohl es oft wie Sisyphusarbeit aussieht. Aber dort hinten hinein sozusagen den künstlichen Sandstein zu bringen, das ist eben eine ganz große Herausforderung und erfordert auch sehr, sehr viel Geduld. Louis de Laportes Abgüsse aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert sind so wertvoll, weil sie die einzigen Belege bilden für Reliefs, die verschwunden oder zerstört sind. Sie sind auch wichtige Quellen für das Verständnis der berühmten Galerie der Himmel und Höllen, die 1947 schwer beschädigt wurden. Die gesamte östliche Hälfte der Südgalerie ist in sich zusammengestürzt. Sämtliche Blöcke sind nach vorne gekippt, alle Pfeiler in Richtung Außenseite weggebrochen. Dadurch wurde dieser ganze Abschnitt stark beschädigt. Die episodischen Darstellungen lassen sich deshalb nur schwer entziffern. Im unteren Teil ist es noch möglich. Die Höllenbilder sind noch sichtbar. Aber im oberen Teil ist es schwieriger. Alle Himmelsdarstellungen sind verschwunden. Hier in der Mitte haben wir die Prinzessin in ihrem Palast. Ihr ganzes Gefolge befindet sich genau auf der Linie, die beim Einsturz abgebrochen ist. Alle Gesichter sind zerstört. Kostüme, Hände, Schmuck, Zierat und Tiaren sind alle noch im Detail erhalten, aber die Ansichten des Mittelteils fehlen. Sie existieren nur noch in den Depots des Musée Guimet in Paris. Diese Galerie spielt eine große Rolle bei der Untersuchung der Tempel von Angkor. Sie zeigt das Leben der Khmer nach dem Urteilsspruch des toten Gottes Yama. Wo hatte die Gottheit in diesem Heiligtum ihren Platz? Die Antwort findet sich in einer Lagerhalle im Pariser Süden. Dorthin sind die Abdrücke Louis de Laportes transportiert worden. Auf 2500 Quadratmetern Lagerfläche liegen alle Indochina-Sammlungen des Trocadero-Museums. Das ist wie ein Riesenpuzzle. Wir müssen 1200 Teile zusammensetzen. Bruchstücke aus den Angkor-Tempeln und von anderen südostasiatischen Monumenten. In mehrwöchiger Arbeit werden hunderte von Abgüssen aus den Kellern der Abtei von Saint-Riquier restauriert und zusammengesetzt. Dann erst geben sie ihre Geheimnisse preis. Bei der Galerie der Himmel und Höllen sind die Ergebnisse besonders spektakulär. Denn als 1880 der Abdruck genommen wurde, war sie noch vollständig erhalten.
Das Team der Universität Heidelberg scannt den Gipsabguss ein. Der digitalisierte Abguss soll dann in Kambodscha mit den wiederhergestellten Fragmenten der Galerie verglichen werden. Hier steht nicht mehr der König allein vor dem Höllengott, sondern sein ganzer Hofstaat. Damit hatte der Angkor Wat eindeutig eine Bestattungsfunktion. Und das gilt vermutlich auch für alle anderen Königstempel der Stadt. Früher sind wir davon ausgegangen, dass diese Darstellungen in erster Linie etwas mit der Macht des Königs zu tun haben. Dass der König in seiner Eigenschaft als erster Stellvertreter des Shiva und als erster Vishnuist unter allen Shiva-Königen ein Heiligtum zum Schutz des gesamten Reichs errichtete. Aber es gibt noch eine andere Bedeutung, die sicher viel besser erklärt, warum sich jeder Herrscher ein eigenes Monument erbauen musste. Nach ihrem Tod wurden die Könige in diesen Tempeln begraben. Jedenfalls wurde ihre Asche im Heiligtum verwahrt. Sehr wahrscheinlich erlangten diese Tempel eine spezifische Bedeutung als Grablegen. Daher musste sich der Nachfolger logischerweise seinen eigenen Pyramiden- oder Reichstempel errichten, der zu seinen Lebzeiten das Reich beschützen und sein Leben im Jenseits vorbereiten sollte. Auch erklärt sich damit die Topographie Angkors. Da jeder Herrscher seinen eigenen Tempel bauen musste, stieg deren Zahl im Laufe der Jahrhunderte. Aber gab es in dieser in ständiger Ausdehnung begriffenen Stadt auch ein Zentrum? Und wenn ja, wo in diesem offensichtlichen Gewirr könnte es liegen? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zwangsläufig mit einer historischen Figur auseinandersetzen. Mit Jayavarman den Siebten. Heute soll dessen schönste Porträtbüste auf einen Körper gesetzt werden. Sie wird aus den Kellern des Museums von Phnom Penh in die Werkstatt der Restauratoren gebracht. In der Kunst der Khmer gibt es sehr wenige Königsporträts. Auch in der übrigen asiatischen Welt stellen sie eine Ausnahme dar. Die Kunst der Porträtbüste ist dort wenig entwickelt und so gut wie unbekannt. Während der Regierung von Jayavarman VII. Am Ende des 12. Jahrhunderts jedoch erlebte diese Kunstform eine Blütezeit. Wir haben Büsten des Königs, von mindestens einer seiner Gemahlinnen, der Königin Jayaraya Devi und von einigen Familienangehörigen. Die sind nur schwer zu identifizieren. Dem Gefühl nach sind es Büsten von Personen, die gegen Ende des 12. oder zu Beginn des 13. Jahrhunderts lebten. Dies ist ein besonderer Augenblick. Jetzt werden zwei Fragmente zusammengefügt, die an derselben Stelle, aber zu unterschiedlichen Zeiten entdeckt wurden. So könnte der König ausgesehen haben. Er hat ein charakteristisches Gesicht und einen ebenso charakteristischen Körper, der leicht wiederzuerkennen ist. Zum Schönheitsideal der indischen Welt gehört eine gewisse Wohlgenährtheit. Ein zu magerer Mann gilt nicht als schön. Auch lässt sich eine gewisse Muskulatur erahnen. Dieser Mann führte seine Heerscharen an, nahm am Kampf teil und errang während seiner Regierung zahlreiche Siege. Diesem Herrscher, dem letzten Großkönig von Angkor, wird die einzige befestigte Stadt in der Agglomeration zugeschrieben: Angkor Thom. Auf Khmer bedeutet das große Stadt. Diese Ringmauern stammen aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert. Doch die Stadt, die sie schützen sollen, könnte sehr viel älter sein. Auch Jayavarman der Siebte hatte natürlich einen eigenen Tempel erbauen lassen. Den Bayon mit seinen berühmten Gesichtetürmen.
Der Hauptturm steht im Zentrum von Angkor Thom, einem befestigten Karree mit 3 Kilometern Seitenlänge. Darinnen befindet sich eine weitere Ringmauer, die des Königspalasts. Der französische Archäologe Jacques Gaucher hat hier eine bedeutende Entdeckung gemacht. Es handelt sich nicht um eine Skulptur oder eine Inschrift, sondern um einen Baumstamm. Er hat eine Probe davon genommen, die er der besseren Haltbarkeit des Holzes wegen in dieser Kiste mit feuchtem Sand aufbewahrt. Der botanische Name des Baumes lautet Parinari anamensis. Die Khmer kennen ihn unter dem Namen Tlok. In den Legenden des alten Kambodscha gilt der Tlok als heiliger Baum. Er ist mit dem Gründungsmythos der Stadt verbunden und deshalb ist diese Entdeckung so gewichtig. Archäologische Forschung hat etwas von einem Krimi. Was ist geschehen? Wer sind die handelnden Personen? Und wann ist es passiert? Es gibt sekundäre Indizien, die werden gesammelt und ergeben dann irgendwann Sinn. Und dann gibt es eindeutige Beweise. Dies hier ist einer. Jacques Gaucher hat die Probe des Baumstamms genommen, um sie zu analysieren. Die Analysen datieren den Baum auf das 9. Jahrhundert, die Zeit der Gründung von Angkor. An derselben Stelle hat er zudem die Überreste eines Palasts entdeckt, von dem diese Säule stammt. Heute bringt er die archäologischen Fundstücke an den Ort ihrer Entdeckung zurück. Durch das Tor von Angkor Thom gelangt er zum Königspalast, wo die Grabungsarbeiten stattfinden. Dies ist das Palastgelände der Könige von Angkor Thom. Ein großes Rechteck von 600 auf 200 Metern. In der Mitte befindet sich ein sogenannter Bergtempel, eine dreistufige, aus Lateritsteinen erbaute Pyramide. Hier, an der Nordostecke der Pyramide, führen Jacques Gaucher und sein Team ihre Untersuchungen durch. Der Tempel des Pinyanakas wurde im 11. Jahrhundert erbaut. Doch die Wissenschaftler haben weit ältere Bauteile zutage gefördert. Zunächst haben sie in 4 Metern Tiefe die Überreste des ersten Königspalasts ausgegraben. Sodann sind sie weniger als 1 Meter unter diesen Holzstücken auf den berühmten Baumstamm gestoßen. Er lag in einer Grube, wie ein sehr wertvoller Gegenstand, den man vergraben hatte. Das klingt nicht sonderlich spektakulär. Aber für Jacques Gaucher ist dieser Hinweis sehr wichtig. Er verweist auf eine Legende, die in Angkor seit Urzeiten erzählt wird. Dieser Legende zufolge hat einst ein Prinz mit Namen Priyatong, der wohl aus Indien gekommen war, eine hiesige Prinzessin geheiratet. Diese war eine Nagini, eine Schlangenfrau und Tochter des Königs der Naga, das heißt der Schlangen. Der Schlangenkönig ist Herr des Erdreichs und damit auch des Wassers. Und das hat in der Welt der Khmer, die Jahr für Jahr entweder von Überschwemmungen oder von Trockenheit heimgesucht wurden, eine wichtige Rolle gespielt. Naga, die Schlange, beherrscht also das Erdreich und das Wasser. Die Hochzeitsfeier fand unter einem Baum statt und dieser wird Tlok genannt.
Im vorliegenden Fall lässt sich die archäologische Schichtenbildung mit einem Gründungsmythos verbinden. Und das verbindende Element ist eben dieser Baum, der Tlok. Dieser Stadtgründungsmythos steht in engem Zusammenhang mit dem fast zwanghaften Interesse der Khmer an Überschwemmungen und allen Kreaturen, die aus der Erde kommen, wenn während des Monsuns die Ebene von Angkor überflutet ist. Auf den Einfassungen des großen Wasserbeckens neben dem Pyramidentempel sind diese Wasserkreaturen dargestellt. Der Tlok-Mythos ist seit jeher ein Bestandteil der Geschichte Angkors. So existiert etwa der Bericht eines chinesischen Gesandten aus dem 13. Jahrhundert, der bei seinem Besuch in der Hauptstadt der Khmer aufgezeichnet hat, was ihm die Bewohner Angkors erzählt hatten. Der König muss allnächtlich die Spitze des Tempels Pemianakas besteigen, wo ihn ein Geist in Gestalt einer neunköpfigen Schlange erwartet. Nimmt dieser die Gestalt einer Frau an, vereint er sich mit ihm. Diese mystische Vereinigung muss unbedingt jede Nacht stattfinden, um den Bestand des Königreichs sicherzustellen. Erscheint die neunköpfige Schlange nicht, ist das Leben des Königs und damit auch das Königreich in Gefahr. Der Königspalast ist also der Ort, an dem zumindest symbolisch die erste Dynastie Angkors entstand. Jacques Cauchy vermutet, die Stelle, wo der mythische Tlok-Baum als Symbol der Gründung Angkors vergraben wurde, war das Zentrum der gesamten Agglomeration und darüber hinaus des ganzen Reiches. Auf der Spitze der Pyramide wurde Nacht für Nacht das Königtum der Khmer mit einem Ritual erneuert. 500 Jahre lang. Von dort, wo der Baum vergraben war, gingen auch die Hauptachsen der ersten Stadtanlage von Angkor aus. Jacques Cauchy nimmt an, dass gegen Ende des 9. Jahrhunderts zwei Straßen den Palast, das erste königliche Heiligtum und das erste Wasserbecken miteinander verbanden. Unterhalb der Befestigungsmauern von Angkor Thom hat er kürzlich eine weitere Entdeckung gemacht, die seine Hypothese bestätigt. Im Wald von Angkor hat er in 3 Metern Tiefe eine Straße freigelegt. Ich denke, dies ist die Straße. Sie ist von größeren Steinblöcken eingefasst. Und an jeder Seite dieses Mittelstücks befindet sich ein kleiner Rinnstein. Das Pflaster ist über 10 Meter breit. Und mit unseren Sondierungen sind wir schon bei über 50 Metern Länge angekommen. Sie liegt exakt auf einer Achse mit dem Tempel Pimeanakas, genauer gesagt mit seinem Mittelturm, der 1200 Meter von hier entfernt ist. Und diese Fluchtlinie geht noch weiter, über den Pimeanakas hinaus, bis zum Mebon, der mehr als 8 Kilometer von hier im Mittelpunkt des östlichen Barei errichtet wurde. Der Grabungsort liegt genau dort, wo eine Achse beträchtlicher Länge verläuft. Diese schneidet sich mit einer zweiten Achse, exakt auf der Spitze der Pyramide des Pimeanakas. Eine Ost-West-Achse, eine Nord-Süd-Achse. Das Zentrum liegt genau hier.
Die Nord-Süd-Achse verbindet den Pimianakas mit dem Hügel von Phnom Bakeng und dem darauf erbauten Tempel. Der Phnom Bakeng ist der erste Hügel, der vom Gründer von Angkor gegen Ende des 9. Jahrhunderts durch den Bau dieses Tempels geweiht wurde. Die Ost-West-Achse verbindet den Königspalast mit dem östlichen Barei und dem in dessen Zentrum erbauten östlichen Mebon. Der östliche Mebon wurde auf einer Insel im Zentrum des ersten großen Barei errichtet, also des ersten Wasserreservoirs der Stadt. Wir können davon ausgehen, dass Angkor Thom den Mittelpunkt der Agglomeration Angkor bildet, quasi die historische Hauptstadt. Und das absolute Zentrum, wo sozusagen das Herz der Stadt Angkor schlägt, ist der Königspalast. Hier ist das politische und religiöse Zentrum, das die Geometrie der gesamten Anlage bestimmt. Und wie die Legenden zeigen, auch das magische Zentrum. Das Besondere an Angkor ist, dass der Königspalast in weit größerem Maß als angenommen und viel eindeutiger als die Tempel das eigentliche Zentrum der Anlage bildet. Angkor Thom, bislang auf das Ende des 12. Jahrhunderts datiert, wurde also wesentlich früher erbaut. Das gilt auch für diese weitläufige Anlage, die an den Palast der Könige von Angkor grenzt. Die Elefantenterrasse und die königliche Tribüne, wo der König den großen Zeremonien und Militärparaden beiwohnte. Am Nordende dieser immensen Esplanade liegt eine weitere Terrasse, in deren Mitte eine Statue. Bei ihrer Entdeckung erhielt diese den Namen Leprakönig. Pierre Baptiste denkt, dass auch diese Statue aus der Gründungszeit der Stadt Angkor stammt. Und er glaubt, den Beweis dafür gefunden zu haben. Das Original der Skulptur steht heute im Nationalmuseum von Phnom Penh. In Kambodscha wurde diese Statue seit jeher der Leprakönig genannt. Das ist leicht nachvollziehbar, denn die Skulptur ist gut erhalten. Bis auf die Finger der rechten Hand und die Zehen des linken Fußes. Die sind verstümmelt. Dieser doch schockierende Anblick hat zur Entstehung der Legende von einem König geführt, der einst von der Lepra befallen war. Bei der Identifizierung der Statue führen ihre abgebrochenen Glieder in die Irre. Mund und Zähne verweisen deutlich auf Yama, den Gott der Unterwelt. Das wird auch durch die Inschrift auf dem Sockel bestätigt. Dort ist sogar ein Datum angegeben, 16. Jahrhundert. Als Richter der Toten wacht Yama über jede Verbrennung und alle betreffenden Zeremonien. Er ist der König des Dharma. Und damit wird die Position der Terrasse logisch. Sie liegt sehr hoch, an einer Stelle, die im Unterschied zum übrigen Palast von jedermann in der Stadt eingesehen werden kann. Die Verbrennung eines Königs war Anlass für ein Volksfest mit allen möglichen Vergnügungen. Und bei diesen Gelegenheiten muss der Platz schwarz von Menschen gewesen sein. Doch Pierre Baptiste weist auch auf eine Unstimmigkeit hin. Das Datum auf dem Sockel entspricht nicht dem Stil der Skulptur. Daher vergleicht er sie mit zwei anderen, wesentlich älteren Statuen vom Ende des 8. und dem beginnenden 9. Jahrhundert. Die Ähnlichkeiten sind verblüffend. Vergleicht man die beiden Skulpturen, sieht man, wie ähnlich sich die Proportionen der Oberkörper sind. Der Torso und die Schultern sind breit, mit deutlich ausgeprägten, kräftigen Brustmuskeln. Vor allem aber der Gesichtsaufbau ist bezeichnend.
Abgesehen von der unterschiedlichen Haartracht sind die Proportionen nahezu identisch. Die Anordnung der Augen und Augenbrauen, der Nasenrücken, die charakteristische Form des Schnurrbarts und die Mundpartie sind bei beiden Skulpturen annähernd gleich. Das ist insofern interessant, weil damit die Yama-Statue auf einen Zeitraum zwischen dem Ende des 8. und dem beginnenden 9. Jahrhundert datiert werden kann. Das ändert natürlich alles. Denn statt einer auf das 16. Jahrhundert datierten Statue aus der späten Angkor-Zeit, haben wir plötzlich eine aus der Zeit seiner Gründung. Diese Differenz von einigen hundert Jahren macht die Statue zu einem Schlüsselelement der Stadtgeschichte. Wahrscheinlich thronte der Gott Yama seit jeher in unmittelbarer Nähe des Königspalastes. Beim Tod eines Herrschers hielt die Gottheit vor der versammelten Menge der Stadtbewohner über diesen Gericht. Über die Entstehung des ursprünglichen Zentrums der Stadt wissen die Archäologen heute Bescheid. Aber die weitere Agglomeration Angkors erstreckte sich auf ein wesentlich größeres Gebiet. Hinzu kommen noch die kleineren Städte des Reichs, die ebenfalls Heiligtümer von hoher architektonischer Qualität aufweisen konnten. Dazu zählt auch die Preah Khan-Tempelanlage in Kompong Svai, gut 100 Kilometer von Angkor entfernt. Wir sind hier auf der alten Straße, die Angkor mit Beng Mea Lea und dem Tempel Preah Khan von Kompong Svai verband, der hier allerdings Prasat Bakan heißt. Der Wald ist zerstört, denn hier wurden Edelhölzer für den Verkauf geschlagen, ohne danach für die Wiederaufforstung zu sorgen. Zur Zeit Louis de la Porte war dieser Wald sehr dicht. Der Preah Khan-Tempel von Kompong Svai geht auf das 11. Jahrhundert zurück. Heute liegt er 5 Autostunden von Angkor entfernt. Zu Zeiten Louis de la Portes bedeutete es ein echtes Abenteuer, hierhin zu gelangen. Pierre Baptiste und der Restaurator Chia Sochiat vom Museum in Phnom Penh haben sich noch einmal auf die Spuren des Forschungsreisenden begeben. 1873 hatte er hier einige außergewöhnliche Statuen entdeckt und nach Paris gebracht. Als die Region 100 Jahre später in Kriegswirren und Chaos versank, wurden die Tempel restlos geplündert. Die Devatas, weibliche Gottheiten, die sämtliche Türen dieser Türme der äußeren Ringmauer säumten, waren berühmt wegen ihrer Schönheit. Heute sind sie alle verschwunden. Sie wurden systematisch mit Meißeln oder sogar Kettensägen entfernt, über die Grenze ins Ausland geschafft und auf dem Kunstmarkt verkauft. De la Porte hatte von hier einige Skulpturen mitgenommen, die heute zu den Meisterwerken des Musée Guimet zählen. Aber er hat das ausdrücklich als Rettungsaktion gesehen, denn er ahnte, dass hier eine Zivilisation verschwinden und vergessen werden würde. Er wollte der Welt die Schönheit der Khmer-Kunst vor Augen führen. Und die Statuen im Musée Guimet liefern dafür einen großartigen Beweis. Wäre er vor 140 Jahren nicht hier gewesen, könnte die Schönheit der Skulpturen all dieser Heiligtümer nicht mehr ermessen werden. Denn im Tempel Preah Khan von Kompong Svai steht keine einzige mehr. Heute droht diesen Monumenten eine andere Gefahr. Diejenigen, die noch stehen, sind einsturzgefährdet. Beim Preah Khol, einem der wenigen Tempel, dessen Skulpturen erhalten geblieben sind, kann es sich höchstens noch um ein paar Jahre handeln.
Der Türsturz hier ist angebrochen. Da lastet das ganze Gewicht darauf. Und da ist ein Riss. Wenn der sich vergrößert, bricht er herunter und hopp, fällt alles zusammen. Es ist wirklich großartig, dass heute noch Monumente in einem solchen Zustand existieren. Mitten im Regenwald stehen wir vor diesem einzigartigen Bauwerk. Es ist allerdings bereits im Verfall begriffen und nicht mehr standfest, verschwindet buchstäblich vor unseren Augen. Diesen Eindruck vermitteln jedenfalls all diese Steinblöcke hier mit ihren wundervollen Skulpturen und meisterhaften Reliefs. Auch die Heiligtümer, die noch viele ungelöste Rätsel bergen. Genau das ist doch das Spannende, denn unsere Arbeit ist noch längst nicht abgeschlossen. Unsere Nachfolger werden sie weiterführen und, so hoffe ich wenigstens, von der Schönheit und dem Zauber der Tempel von Angkor ebenso fasziniert sein wie wir heute. Dieser Ort wurde bislang noch nie systematisch erforscht. Die Kultur und Zivilisation des frühen Kambodscha sind doch 150 Jahre nach dem Besuch der ersten Forschungsreisenden immer noch neu zu entdecken.